erkennst du deinen wahren Wert. Fuck. Im Tod. Stell dich ihm. Blick ihm direkt ins Auge. Johnny. Ich hab dich. Lothrok fällt. Neurogener Schock. Er stirbt. Wie? Bist du da drin? Oh, mein Kopf. Was jetzt? Jetzt findest du heraus, was du zu tun hast. Du bist in deinem Leben nie vor etwas weggelaufen. Nicht einmal, wenn du es hättest tun sollen. Du durchstreifst Night City und weißt, dass dich jederzeit eine Kugel erwischen könnte. Aber das hat dich nie davon abgehalten, die Dinge selbst in die Hand zu nehmen. Wake the fuck up, Samurai. We have a city to burn. Moin zusammen, weiter geht's mit Cyberpunk 2077. Natürlich fortfahren. Hey Leute, ich freue mich, dass ich euch wieder bei mir habe. Und was sagt ihr zu diesem Arasaka-Flugzeugträger, der... Ja, da kann auch mal neue Nachrichten kommen. Heißt Kujira oder der war... Ach, zum Fortfahren drücken. Willkommen an Bord dieses Delamain-Dienstes. Mit Delamain vergessen Sie all Ihre Sorgen. Huch. Ach, muss ich ganze Autofahrt neu machen? Einen Lassen, viejo. Vokabular wie dieses halte okay, ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder, wenn wir da angekommen ach, sind. Ja? Darf ich dich dann... Ach, da sind wir wieder. Ich mache mal bei der Autofahrt diese zweite Funktion. Schön, dich wieder dabei zu haben. Ich will mehr von Aristoteles. Leckt mich, alle beide. Ja. Okay, auch Jack cool. Ist soweit, wie es aussieht. Será mejor que sí. Wir hören uns. Danke, dass Sie sich für Delamain entschieden haben. Und viel Glück. Ich warte hier auf Ihre Rückkehr. Por fin, endlich geht's los. Oh, fast vergessen. Kein Eisen, oder? Nee, Waffen da lassen. Okay, Hanna. Gehen wir. Los geht's. Uff. Wollt ihr gerade losfahren? Warte. Ich hol den Flathead. Oh Mann, jetzt wird's ernst, ey. Schrank ist zu. Wir sind da, Buck. Die Reservierung ist auf deinen Namen. Ramon, du willst Hajime Taki sprechen. Militärabteilung. Papiere sind für den Flathead. Keine Sorge, ich krieg das hin. Boah, sieht das schick aus, ne? So ein Bonsai hier in der Mitte. Gekauft bei Daniel Russo Automobile. Willkommen im Konpeki Plaza. Bitte treten Sie nacheinander durch. Alles klar, Sir. Da darf ich nicht rein, da ist Ausgang. Moment. Ich hab hier was. Würden Sie mir erklären, warum Sie militärische Ausrüstung ins Konpeki Plaza bringen? Wir sind Waffenhändler. Wie bitte? Ah, Sie sind hier, um Taki-san zu treffen, richtig? Bitte entschuldigen Sie die Unannehmlichkeiten. Ja, genau. Mach den Bückling. Das dauert nur einen Moment mehr. Ja, du scannst mich, ich scann dich. Bitte sehr. Yokoso. Herzlich willkommen im Konpeki Plaza. Wir würden gerne einchecken. Wir möchten einchecken. Natürlich. Einen Moment, bitte. Auf welchen Namen haben Sie reserviert? Victorino. Doppelzimmer, zwei Erwachsene, eine Nacht, korrekt? So ist es. Perfekt. Ich werde Taki-san über Ihr Eintreffen informieren.
Shit, das war nicht Teil des Plans. Red mit ihr, wie. Sag irgendwas. Das wird nicht nötig sein. Wir machen uns frisch und informieren ihn selbst. Aber Taki-san erwartet sie doch, oder? Señorita, wissen Sie, wie lange wir schon unterwegs sind? 18 Stunden aus Neu-Barcelona. Mit Verspätung am Metaki, weil irgendein Cyberpsycho sich im Terminal in die Luft gejagt hat. Ach, ein Albtraum. Natürlich, ich verstehe. Sie haben die Lapis-Lazuli-Suite auf Ebene 42. Oh, eine Formalität noch. Bitte validieren Sie Ihren Zugangschip. Nach dir, Hannah. Also zwar schon schnell improvisiert, aber so eine Explosion am Flughafen ist doch mit Sicherheit alles in Ordnung. In den Nachrichten. Wir wünschen einen angenehmen Aufenthalt. Danke. Okay, gehen wir. Er muss nicht. Ah, keine Lobby, keine Bar. Neu-Barcelona? Im Ernst? Improvisation? Versuch's auch mal. Hihihi. Was meinst du, Hannah? Hm? Ziemlich nett hier, hm? Nicht wie dieses Messehotel in Zürich. Lass gut sein, Jack, das reicht. Was denn? Ich nehme das halt ernst. Da ist die Bar. Oh, warte mal, da vorne liegt noch so ein Gedöns. Da liegt auch irgendwie noch was. Das sind Profi-Puppen. Die Bar sieht nett aus. Willkommen im Konpeki Plaza. Unter der Woche sind Reservierungen nicht möglich. Suchen Sie sich also gern einen Tisch aus. Oder setzen Sie sich an die Bar, wenn Sie mögen. Wenn alles vorbei ist, komme ich irgendwann mal mit Misty her. Wir können uns dort umsehen. Wir könnten einen Blick wagen. Scheiße. Mit dem Koffer sehe ich aus wie ein scheiß Vertreter. Ich gehe hoch. Ich komme gleich wieder. Ich will hier einmal schnell hin. Achso, optional. Sieht ihr die Hotelbar an. Guck mal hier. Damit nehme ich noch zwei. Packe ich einfach mal ein. Lesen kann ich später. Ja, guck mal. Optional ein Trinken gehen. Auf jeden Fall. Was ist da? Aber das in Nairobi geht zu weit. Okay, an die Bar. Und wenn ich sage, es werden Köpfe rollen, dann meine ich das genauso. Ich würde sagen, Sie haben genug für heute. Die anderen Gäste werden unruhig. Ach, schade. Okay, geht nicht mehr. Das betrifft alle hier. Alle werden einen Schlag kriegen. Ja, verkackt. Plötzlich Apartments. Oh. Wie viel haben wir schon? Kein Zähler. Geh in euer Zimmer. Wird auch Zeit. Stressball. Заяц, ты же помнишь, как мы тестировали эту технику на наших? Про заражение под Новоиркутском они врали. Про аварию на Бакунинской 3 врали. Они всегда врут. Damn, die wurde mir nicht gescannt. Wow. Wir sind im Zimmer. Ziemlich schick. Schade, dass wir nicht übernachten. Gute Wahl, Bug. Schick war nicht der Grund. Von dort ist es nur am nächsten zum Queller und dem Server. Ach, wie geil, Alter. Sí, me acuerdo. Mach den Flathead an und such den Schachtzugang. Hm, klingt einfach. Einfach ist oft am schwersten zu meistern. Aurelius? Aristoteles? Wer ist es diesmal? 100% T-Bug. Wo ist der Schacht? Boote den Scanner, sieh dich um.
Ah, ich war mal neugierig, wie es jetzt hier aussieht. Ich bin in den Spiegel gucken. Schick, schick. So, ich muss erstmal ein Ei legen. 18 Stunden aus Neu-Barcelona. Scanne nach einem Einstiegspunkt für den Flathead. Ja, Lüftungsschacht, ne? Solltest du nicht nach dem Schacht suchen? Ich bin schon dabei, Mann. Fernseher. Okay. Hinterm Schrank. Smart Room Terminal. Tür. Bingo. Jackpot. Gut. Jackie, wie sieht der Flathead aus? Alles klar. Geil, ne? Das ist Technik, Alter. Ich mit? Systeme laufen. Ladung bei 100%. Okay. Hier da. Die Kleine steckt fest. Vom Anstarren wird nichts besser. Ihr müsst auf manuellen Betrieb wechseln. B, nimm Jackies Kontrollsplitter. Ich verlinke deine Kiroshis mit den Kameras. Dann kannst du den Bot lenken. Ach, wie cool, Alter. Warum ich? Warum muss ich mich verlinken? Weil ich im Gegensatz zu dir kein geiles Chrom von Vic hab. Meins ist letzte Generation. Mach schon, Chica, wir haben keine Zeit. Deckt die Überwachung das ganze Hotel ab? Hm, auch die Schlafzimmer in den Suiten. Und die Gäste? Du wärst überrascht, was die Leute aufgeben, um sich sicher zu fühlen. Zum Glück ist Yorinobu eine Ausnahme. Penthouse ist No-Go. Null Hotel Security. Hm, guck mal, eine Hose auf dem Handrücken. Hier. Na dann. Verbinde mit Kamerafeed. Könnte dein Hirn etwas verwirren, aber das vergeht. Ups. Okay, hab klare Sicht. Man darf die Leute nicht aus den Wohnungen auf zum nächsten Schacht vertreiben. Arasaka übernimmt die Kosten für alle etwaigen Strafen. Es geht doch nicht ums Geld. Es sind Wahlen. Wie stehe ich denn jetzt bitte da? Man wird sagen, ich habe die Kontrolle verloren über Watson. Meinen Bezirk. Schacht betreten. Eine Woche. Mehr können wir nicht versprechen. Bürgermeister. Wir versuchen es. Mehr kann ich nicht versprechen. Okay. Wie wird ausgeführt? Boah, ist das krass, Alter. Okay, Flathead ist drin. Patche dich zur nächsten Kamera. Wieso bist du so sicher, dass es für dich war? Weil drauf stand, an das nette Hausmädchen, das ihn findet. Problem. Und drin, das Chaos tut mir leid. Zimmerservice ist im Weg. Überall war Blut. Ich lenke sie ab. Aber das Trinkgeld war ordentlich. Was haben wir denn im Subnet? So krieg ich immer nur okay, schon dabei. Wo bleibt da bitte die Gerechtigkeit? Temperaturregler des Terrariums. Das Terrarium hat einen Temperaturregler. Sehr gut, ja. Verlink den Flathead damit. Wer? Du weißt schon. Gut aussehen. Yep. Stinkreich, frecher Blick. Der Kerl, der im Penthouse wohnt. Yorinobu Arasaka? Männer wie der sind immer Single. Er mag in teuren Anzügen stecken, aber sein Schwanz steckt immer woanders. Na und? Bei dem Saka sag ich nicht nein. Schätzchen, nimm die... Irgendwas ist mit dem Terrarium. Buck, das hat geklappt. Meine Güte. Das war noch hast gar hast du eine nichts. Ahnung, was diese Dinger kosten? Weiter jetzt. Keine Zeit für Schmeichelei. Wo ist der da? Ist der Flathead. Sieht den kaum, ey. Was? Weißt du? Und ich dachte schon, ich muss selber in den Reihen, weißt du? Schacht betreten.
Mega cool. Okay. Der Dweller ist hinter der Tür. Flattert kann sie öffnen. Flattert unbekannt. Erst nochmal umschauen hier. Gibt's noch was? Nee. Auf geht's. Schacht geht der Hindernis. Sieht aus, als hätte er Probleme. Shit. Es muss noch einen Weg geben. Moment. Auf der anderen Seite ist noch eine Kamera, aber die ist aus. Soll ich sie anschalten? Ja, sieh dich nach einem CCTV-Port um. Achso, ich muss das machen. Da ist er. Bingo. Okay, bin dabei. Jetzt schalte zur anderen Kamera um. Mhm. Dweller ist drin. Wie geplant. Komisch, dass das Hotel nur einen Runner hat. Lieber ein guter Dweller als 10 gewöhnliche. Okay, neutralisiere ihn. Flathead sollte ihn neutralisieren können. Guter Gedanke. Ich lege einen Demonoid auf die Verbindung. Du weißt, du musst den Flathead direkt mit seinem Stuhl verlinken, oder? Ich mach sowas nicht zum ersten Mal. Okay, geschickt. Er gehört dir. Zuerst muss der Flathead aber da rein. Okay, ah, hier. Ich glaube, der Schacht verläuft zwischen den beiden Zimmern. Finden wir es raus. Jetzt schalt zur anderen Kamera um. Hab vielleicht einen Weg rein. Schick den Flatter darüber, dann wechsel zur zweiten Kamera. Flatter mit dem Stuhl verlinken, B. Yep. Boah, Alter. Ha! Hab ihn! Ich liebe Demons. Der Flathead bleibt, oder? Er behält den Dweller im Auge. Ich gehe in Compeckys Hauptnetz rein. Du, lock dich aus. Ach, wie krass, Alter. Así es como se hace. Wie geht's dir? Gut. Bisschen schwindelig, sonst nichts. Buck, sind wir noch im Zeitplan? Bist du da, Buck? Ja, bin hier. Okay, hört zu. Das Eis ist dicker als gedacht. Da durchzukommen dauert Stunden. Stunden? Geht das nicht schneller? Willst du, dass mein Kopf explodiert? Setz dich halt hin und genieß deine schicke Suite. Danke, werde ich. Wie? Du solltest dich auch ausruhen, okay? Level up. Warte mal. Charakter, Reflexe, Konstitution, Intelligenz, cool. Eine technische Fähigkeit wäre jetzt, glaube ich, mal ganz nice. Türen aufschließen, Tech-Waffen einsetzen. Jedes Level erhöht deine Panzerung. Ja, nehmen wir mal einen mit. So. Herstellen von seltenen Items. Beim Zerlegen von Items mehr Komponenten. Junk-Items werden automatisch zerlegt. Nee, da möchte ich keinen Punkt für ausgeben. Techie. Explosionsradius von Granaten ist sichtbar. Drohnen, Max und Roboter haben eine Chance von 25% in Waffenmod oder in Waffenaufsatz erbeuten. Reflexe. Klingen. Und Feuerwaffen. Ah, ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht, was ich hier haben möchte, ne? Coolness. Kritische Trefferchance. Schaden durch Waffen mit Schalldämpfern. Werfen von Messern. Nicht tödliche Takedowns von oben. Ein Charakter. Konstitution. Erhöht die Tragkapazität um 60. Ja, brauche ich nicht. Rotlin und leichte Maschine wäre mehr Schaden. Schweren Angriff mit stumpfen Waffen. Betäuben. Erhöht die Panzerung 15%, solange du mit einer stumpfen Waffe blockst.
Mit den Schaden von Angriffskompos mit stumpfen Waffen, ja. Nee, nee. Intelligenz. Demo und Datamining, sodass du an Zugangspunkt 50% mehr Euro-Dollar erhältst. Schalte den Demo in großer Schlaf frei, mit dem du alle Kameras im Netzwerk 3 Minuten lang deaktivierst. Hier, Quick Hacks, guck mal. Neutralisiere ein Ziel, das von einem Quick Hack betroffen ist. Stell sofort einen Speicherpunkt wieder her. Das Neutralisieren eines Ziels, okay. Quick Hacks versuchen mehr Schaden. Ah, zeig gegnerische Netrunner an, wenn sie versuchen, dich zu hacken. Das nehme ich mal mit. Das geht also auch, dass die mich hacken. Was meinst du? Warum hat er alles aufgegeben? Wer hat was aufgegeben? Yorinobu Arasaka. Sein fettes Leben. Schnee von gestern, ich weiß. Dachte nur gerade dran. Stell dir vor, du hast alles, okay? Eddies, Ausbildung. Dein Papi muss nur mit den Fingern schnippen und die Welt wird zur nuklearen Einöde. Und was machst du? Sagst Scheiß drauf und machst was? Gründest eine scheiß Gang. Stahldrachen oder so. Du verlässt deine Familie, ziehst dir Real Skin über und machst einen auf Ganganführer. Wozu? Na und die Laune eines Muttersöhnchens. Ach, scheiß auf ihn. Was kümmern mich ein Konzernbaby und seine Straßenromantik? War bestimmt lustig. Ich bin Yorinobu Arasaka. Wollt ihr in meine Gang kommen? Poser mit Konzernschuhen. Und dieser bescheuerte Name, Stahldrachen. Gangster mit Silberlöffel im Arsch. Erst hat ihn sein ganzes Geld gelangweilt, dann seine Gang. Scheiß Tourist. Tourist oder nicht, er ist gerade in der Lobby. Und wir sind im Geschäft. Penthouse Security ist deaktiviert. Perfekto. Und jetzt Vorhang auf. Ach, siehst du, ich habe mir die Aussicht noch gar nicht angeschaut. Bug. Warst du die ganze Zeit dabei? 3,5 Stunden. Also das mit dem Stock im Arsch. Du meinst in meinem? Ja, ist mir rausgerutscht. Ich weiß. Jetzt kannst du es wieder gut machen. Okay, die Aussicht ist ziemlich schlecht. Ich weiß nicht, wie es bei Tag aussieht. Aber hübsch ist die Stadt nicht von oben. Das läuft doch echt gut, oder? Oder? Wow, bist du immer so ein Optimist? Hey, jetzt verjag endlich die finstere Wolke über deinem Kopf. Ich sag's dir, ab hier wird's ein Kinderspiel. Und ich denke gerade, vielleicht hätte ich doch mal einen Punkt auf Stärke nehmen sollen für mehr Nahkampfschaden. Weil wir keine Waffen haben. Achso, ich muss drücken, weil wir keine Waffen haben, ne? Yeah. Noch höher. Oh, dieses Schweigen. Wollt ihr vielleicht einen Witz hören? Jetzt? Im Ernst? Passt auf. Was haben eine Nomadin und eine Seku gemeinsam? Sand in der Muschi. Alter. Lebt sich gut als Erbe des Arasaka-Imperiums. Jedenfalls besser als der Sohn von Raoul Wells. Hey, Konzentration, der Safe. Na los, schnell. Wieso? Warum die Eile? Yorinobus Signal ist weg. Also unter die Magier gegangen. Er wird in dem Funkloch stecken. Hab ihn gleich wieder. Macht jetzt euren scheiß Job. Da, unterm Boden. Sucht nach einem Schalter. Ah, das ist so cool. Yorinobu hat uns ein Abschiedsgeschenk hinterlassen. Nicht toll, aber wird schon reichen. Bingo, da kommt was raus. Komm her, Vic. Ah, er will mich umschauen. Was jetzt? Verlink dich und mach uns reich. Schon dabei. Jetzt du, Buck. Einen Moment. Wow. Wir haben Gesellschaft.
Park? Ich weiß nicht wer. Personal rennt wie aufgescheucht durch die Gegend. Alle 200. Das gefällt mir gar nicht. Wie lange noch die... Shit, Yorinobu kommt zum Penthouse. Scheiß auf ihn! Öffne den Safe! Hab's gleich. Fertig. Super. Überlass denn mir, okay? Relic intakt? Biochip-Integrität. 100%. Schätze, das heißt ja. Gut, gehen wir. Fuck, zu spät. Yorinobu kommt gleich rein. In Deckung. Was? Wo? Versucht's mit der Säule. Was? Spinnst du? Nein, rein da, jetzt. Was, wo? Sind drin. Nur löst es das Problem nicht, T. Glaub mir, das weiß ich auch, Mann. Warte eine Sekunde, okay? Das verschafft Zeit, ne? Oh, oh. Ich fass es nicht. Ist das Adam Smasher? Adam Smasher? Bodyguard. Schlimmer. Night City-Legende. Heißkalter Bastard. Was machen wir jetzt? Wir warten. Sind Sie bereits hier? Sie nähern sich vom Landeplatz. Wovon reden die? Buck, wer kommt da? Oh nein. Nie im Leben. Das kann nicht sein. Alter. Resistent gegen... Saburo Arasaka? Kaiser. Noch eine Scheißlegende. Psst. Das Ding ist nicht schalldicht. Kubiを突っ込まないでくれって言っただろう。 世界は自分中心に回ってると思ってる。傲慢だよ。よりのぶ。どうしてここへ？直々に俺に屈辱を味わわせ立場を思い知らせるためか。出る杭は打たれるとよく言うだろう。自分の言葉じゃ何も言えないのか。 貴様こそ自分が何をしようとしたか分かっているのか。私たちの功績を野蛮人に渡すなど、私たちの未来を。俺たちの未来？俺たち？なんかの間違いだろう。あんたは自分のことしか考えていない。そしてこの会社のことしか。 いつかこのような日が来ることは分かっていた。貴様はついに越えてはならない一線を越えたのだ。これまでお前の愚行には目をつぶってきた。だがそれもここまでだ。この裏切りだけは決して許せぬ。貴様の母親が生きていなくてよかった。 息子の不甲斐ない姿を目の当たりにして心を痛めずに済んだのだからな。Fuck!
sind so gut wie tot. Ich will, dass das Hotel abgeriegelt wird. Was ist der Anlass? Saburo Arasaka wurde ermordet. Code Red ausgelöst. Achtung! Im Konpeki Plaza wurde ein Code Red ausgelöst. Bitte verbleiben Sie in Ihren Zimmern und befolgen Sie die Anweisungen des Personals.誰かが父に毒を持った毒を。そうだ。何の話です。竹村、お前の仕事は何だ。何の話です。単純な質問だ。答えろ。荒坂家の課長を守ることです。今後はもっとしっかり責務を果たすよう望んでいるぞ。申し訳ありません。荒坂様、必ずご期待に沿いますゆえ。 Yorinobu hat Saburo umgelegt. Was? Seinen eigenen Vater. Das bedeutet, gleich kommen massig Sicherheitsleute auf euch zu. Scheiße, wir sind geliefert. Bring uns hier raus. Fuck, du musst uns hier rausholen, sofort. Eine Sekunde. Die haben wir nicht. Fuck. Okay, hab was. Fenster, los. Saburo Shaisarasaka ist tot. Das überhaupt auszusprechen. Okay, ich würde sagen, ich mache hier mal kurz einen kleinen... Öffne das Schloss. Da sollte eine Leiter sein. Eine... Oh, fuck! Nein, nicht jetzt! Genau, nein, nicht jetzt. Ich mache hier einen kleinen Cliffhanger. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Viel Spaß für dein Bis gleich. Und ciao.